Hallo liebe Anleger und willkommen zum Ausblick auf das Börsenjahr 2019 und die Beiersdorf-Aktie. Ich bin Manuel Koch. Die Beiersdorf-Aktie ist ein gutes Beispiel dafür, wie profitabel ein langweiliges Geschäftsmodell sein kann. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns konnte deshalb in den letzten Jahren enorm zulegen. Allerdings ist Beiersdorf durch eine sehr zurückhaltende Ausschüttungspolitik bekannt und sitzt mittlerweile auf einem kleinen Geldberg. Auch 2019 wird erwartet, dass Beiersdorf nur einen kleinen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre auszahlt. Der Aufsichtsratschef hatte hierzu klargestellt, dass die Gelder des Unternehmens eher für strategische Zukäufe als für Dividendenerhöhungen verwendet werden sollen. Allerdings stellt sich die Frage, wo Beiersdorf im aktuellen Marktumfeld gute und vor allem günstige Übernahmeziele finden will. Das Geld liegt schließlich schon seit langem mehr oder weniger nutzlos herum und wäre in den Taschen der Aktionäre vielleicht besser aufgehoben. Fundamental ist Beiersdorf ein sehr solides und vor allem robustes Unternehmen. Das Geschäftsmodell glänzt durch seine Stabilität. Die schuldenfreie Bilanz kann überzeugen. Die Gewinnmargen und die Kapitalrenditen des Unternehmens sind stabil. Diese Kennzahlen weisen darauf hin, dass der Konzern effektiv und profitabel wirtschaftet. Deshalb ist die Aktie des Nivea-Herstellers als Beimischung für ein langfristiges Investmentportfolio durchaus geeignet. Gute Einstiegskurse können Anleger anhand von historischen Vergleichswerten ableiten.